Statt über der Autobahn entlang der Küste in den Osten zu fahren, entscheiden wir uns für die Bergstraße in Richtung Cento da Serra. Im Gegensatz zu den steilen und schroffen Bergen im Inselzentrum fahren wir durch breite Täler und hügeliges Gelände mit Wäldern und Raum für die Landwirtschaft. Es ist der Obst- und Blumengarten von Madeira und wird ergänzt durch Viehzucht und Milchwirtschaft. Ein weiterer Grund für die Wahl dieser Route ist auch der Ort Camacha, das Zentrum der Korbflechter. Aus dem alten Café Relogio ist im Laufe der Zeit eine Korbflechterwerkstatt sowie der größte Ausstellungs- und Verkaufsraum Madeiras für die Flechtarbeiten geworden. Auf der Fahrt durch die fruchtbare Landschaft der Region Cento da Serra laden immer wieder ländliche Gaststätten mit günstigen landesüblichen Spezialitäten und Straßenstände zu einer Pause ein, wie hier die Produzenten des inselweit verbreiteten Bolo do Caco, ein aus Süßkartoffeln und Weizenmehl auf einer Steinplatte oder im Ofen gebackenen Fladenbrot. Wir erreichen Machico, die älteste Stadt Madeiras. Sie liegt in einem weiten Tal und wurde Mitte des 14. Jahrhunderts von den portugiesischen Entdeckern gegründet. Sie war vor Funchal die Hauptstadt Madeiras. Nach einer weiteren halben Stunde erreichen wir unser eigentliches Ziel, Ponta de São Lourenço, dem östlichsten Teil der Insel. Nichts erinnert hier an die subtropischen Wälder der Nordküste, die tropischen Anpflanzungen des Südwestens oder der grünen Berge. Dank der freiliegenden Felsabbrüche kann man nirgendwo so gut wie hier den vulkanischen Ursprung der Insel nachvollziehen. So sanft sich das Kap auf der dem Wind abgewandten Südseite zeigt, so ungebändigt und wild präsentiert sich die Nordseite. Ein eindrucksvolles Erlebnis auf dem trockensten Teil Madeiras.